Herzlich willkommen zum Gemüsefaden-Podcast und wie immer an meiner Seite der gute alte Tomate. Hallo Tom. Hallo Arzi, hallo Leute, freut mich wieder hier zu sein. Wir schauen heute nochmal Skobel, Rassismus, das schleichende Gift. Und Genau. für die Zuschauer, wir haben uns vorher jetzt dazu geeinigt, dass wir jetzt diese Diskussion, die hier noch kommt, gar nicht weiter verfolgen werden, weil wir halt glauben, da wurde jetzt alles gesagt oder die Argumente, die jetzt noch kommen werden, die werden sich ähneln. Und man muss ja auch sagen, wir wollen nicht, dass ihr euch langweilt und dass ihr hier immer dasselbe schaut. Aber wir werden jetzt noch kurz den dritten Beitrag in der Sendung gucken. Also, die haben ja auch so zusammengeschnittene Beiträge hier, drei Stück. Die ersten zwei haben wir gesehen und jetzt wollen wir nochmal den dritten reinschauen. Ja. Ist das eigentlich eine Diskussion, wenn alle Leute dieselbe Meinung haben? Ja, das ist Oder natürlich eine sehr gute Frage. ist das ein Kreiswichsen? Ja, es ist keine Podiumsdiskussion, es ist ein Podiumswichsen. Das kann man schon so sagen, ja. Denn ich kann mal ja kurz in die Videolayer wechseln. Da sehen wir ja Ja. alle vier Leute. Ja. Und da haben wir ja ganz rechts den Herrn Skobel, der immer. Ja, eigentlich spielt er dem zweiten Gast die Bälle zu, nämlich der Schwarzen, die der Hardliner ist der Runde, finde ich. Der Also linke Hardliner, ja, auf der jeden Fall. ganz krasse Hardliner zu diesem Thema, zum Rassismus-Thema. Ja. Und dann haben wir den zweiten von links, diesen Professor. Ja, das ist ja so der die Wissenschaft, die Autorität, die das immer noch mal, ja, in schöne Worte kleidet und bejaht und bestärkt, was die anderen beiden Vorgänger da immer sagen, ne? Ja, genau. Und dann haben wir ganz links, das ist sozusagen ja schon fast der konservativste der Runde, Ja, so ein Feigenblatt. Das ist so ein bisschen, der das das ist so der immer, Typ, der alle auslinken würde, glaube ich. genau, der das für den Normie noch mal so ein bisschen im historischen Kontext setzt, damit ja, das gar nicht mehr so schlimm rüberkommt, was die Schwarze da immer sagt. Und die hat ja nur wirklich, Junge, Junge, die hat Sachen gesagt, da ist Tarek Ja. Tesfu neidisch. Aber so richtig dagegen ist er halt zum Beispiel auch nicht. Nee, Der gar ist nicht, gar ganz nicht. links. Er macht Der halt ist so die der. historische Begründung, warum das okay ist, was sie sagt. Der ist so der Typ, ja, aber langsamer. Also das ist genau das Ding, was der irgendwie gefahren hat hier, finde ich, in der Diskussion bisher. Also es stimmt denen zu, aber ne, das ist doch jetzt doch ein bisschen viel gesagt. Und ja, naja. Ja, und auch immer so, wenn der Zuschauer denken sollte, Mensch, die ist ja ganz schön radikal unterwegs, dann hat er immer so eine Erklärung aus der Historie, warum das aber okay ist, wie sie sich so fühlt, weil eben du halt ein scheiß Unterdrücker bist, so. Okay, das habe ich gar nicht mehr so genau in Erinnerung. Ich habe den Typ schon vergessen. Aber gut, wollen wir jetzt hier den Beitrag gucken? Genau, den wird er jetzt ja gleich anmoderieren, ne? Und dann hören wir mal nochmal den schönen Beitrag hier, der zusammengeschnitten wurde. Genau, dann viel Spaß. Gehen. Also von der Vielfalt, der man begegnet. Aber da kommen wir jetzt genau im nächsten Thema zu. Dass dass Medien in die ein oder andere Richtung zu Rassismus beitragen oder ihn im Gegenteil verhindern können, ist schon oft gezeigt worden. Beispielsweise hätten die rassistischen Gräueltaten in Ruanda nicht stattgefunden ohne ihre systematische Mo Ich musste kurz pausieren. Ich dachte jetzt, der sagt wirklich die rassistischen Gräueltaten in Chemnitz. das kommt noch, pass auf, das kommt Das noch. kommt noch, ja. Monatelange Vorbereitung in den Medien. Aber das Leben wird ja nicht nur medial und digital gelebt, sondern in erster Linie ja analog. Was zur Frage führt, welches die guten und wirksamen Wege sind, um Rassismus und Diskriminierung aufzulösen und gutes Miteinander zu fördern. Oder steht Der Negerkuss, Kampf gegen Zitat Ende. Rassismus ist auch ein Kampf gegen Worte. Der Gebrauch von Begriffen gehört zur politischen Kampfzone. Ein Beispiel. Der Name einer nordrhein-westfälischen Ortschaft lautet Neger, benannt nach dem Fluss Neger im Negertal. Das alles heißt schon seit gut 600 Jahren so und hat nichts mit Rassismus zu tun. Klingt aber so. Manche forderten bereits eine Umbenennung. Können Ortsnamen rassistisch sein? Das ist so die Art, also hier Junge. dieses Schild, was wir eben gesehen haben, Neger, und das zeigt so nach rechts, das ist so die Art Schild, was bestimmt immer viel geklaut wird dort aus dem Ort Also und sich irgendjemand nach ich Hause hängt. Also das Schild hier mit Unterneger ist natürlich wirklich schon, oh Gottes Willen. Ja, das Das ist so auf diesem Minus-Mensch-Level, ja, genau, das hat dann schon irgendwas zu. Naja, das wird auch oft ich. geklaut, ja. Ja. So wie wenn man jetzt Untermensch sagen würde oder so, ist das Ja, so genau. eine Einordnung von den Menschen, ja, das ist Kreisstadt Olpe Unterweger, okay, geil. Gut, zur Sache ist es natürlich uns beiden klar, dass es albern ist, jetzt hier irgendwas, einen Begriff zu bieten, verbieten wie Negerkuss oder
was hatten sie noch gezeigt? Ach, den hier Mohrenkopf Zigeunerschnitzel. und ja. Genau, zum Mohren nämlich, da haben sie ja diese Apotheke gezeigt. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst war. Da gab es ja tatsächlich so eine Apotheke zum Mohren. Hm. Und ich meine, die wurde sogar von einem schwarzen Mitarbeiter geführt. Ich weiß, dass es dieses Gasthaus gab zum Moor. Ah ja, stimmt. Da war auch wahrscheinlich was, ne? tue ich in meinem Kopf gerade mehrere Sachen durcheinander. Ja. Aber jetzt hier bei dem Ort hier, ja, die sagen ja selber, es ist 600 Jahre alt, da wusste noch keiner, was ein Neger ist, so wirklich in diesem Scheißkaff da. Ja. Also warum zur Hölle? Keine Ahnung. Also, rassistisch sein, ja. Also ich sag nein. Definitiv. Mal sehen, ob die das jetzt hier noch weiterführen. Also wenn ich jetzt unter Neger gegründet hätte, in, keine Ahnung, irgend so ein Lager in Südafrika. Ja, okay, das wäre nochmal eine andere Hausnummer, aber das ist ja jetzt völlig aus dem Kontext hier. Das hat ja nichts mit Schwarzen an sich zu tun. Ja, nee, ist natürlich dämlich. Okay, weiter. Wir fragten den Philosophen Philipp Hübel, Autor des Buches Die aufgeregte Gesellschaft, wie Emotionen unsere Moral prägen und die Polarisierung verstärken. Verändert man durch Sprache das Denken in den Köpfen als Weg aus dem Rassismus? Die Spracheform wird manchmal als so eine Art Ersatztätigkeit betrieben, Symbolpolitik, statt sich mit echter Politik zu beschäftigen, also die Lebensbedingungen der Menschen zum Beispiel zu verbessern. Man macht dann Sprachkosmetik und glaubt, die Probleme sind gelöst. Tatsächlich bleiben die Probleme aber bestehen, selbst wenn man die Worte ändert. Absolute Zustimmung. Ja, dem kann ich sogar zustimmen. Interessant. Da muss er noch irgendwie die Kurve kriegen, sonst wäre er nicht hier drin geblieben, oder? Ja, das ist bestimmt auch so ein Jahr langsamer Typ. Ich meine, der hat es ja schon angedeutet, die Probleme sind trotzdem da und so. Der wird schon nochmal kommen, denke ich, mit dem Heulargument. Mhm. Die Armen. Oh, so, die Schilder hinten mal lesen. Ja, ist lustig. Wir sehen jetzt hier erstmal so eine Black Lives Matter-Demo. Und zur Erinnerung, das hier war jetzt nämlich 2020, zur Hochzeit von Corona quasi, von den ganzen Corona-Maßnahmen. Und diese ganze Demo, die ist mir dadurch im Gedächtnis, nicht durch, so sehr durch ihr Anliegen, sondern dass die überhaupt zugelassen wurde, weil zur gleichen Zeit gab es ja zum Beispiel irgendwie so Querdenken-Demos und so und da waren dann immer alle voll dagegen, so gesamtgesellschaftlich und da wurde, also in allen Zeitungen überall wurde darüber gesprochen, wie schlecht das ist, dass die jetzt Demos abhalten und dann die Superspreader-Events sind dadurch, wenn sich viele Leute treffen. Und ja, das hier haben sie halt in Berlin damals zugelassen. Und ich erinnere mich nämlich, mehrere Querdenker-Demos hatten sie abgesagt. Also ein paar sind die hat auch durchgegangen. Da gab es zum Beispiel diese ganz große in Berlin 2020. Aber da wurde auch mehreres abgesagt. Ja, aber das sind sie ja auch mit den Abstandsstücken durchgelaufen. Ja, genau. Und hier siehst du nichts davon. Gut, dass du das sagst. Genau, da wurde nämlich auch dann hart, rigoros drauf geachtet, auf irgendwelche dämlichen Hygienemaßnahmen. Ja, und hier stehen die Leute dicht an dicht und die haben ja alle Maske, zum Beispiel der hier rechts. Der Kameramann hat ironischerweise keine Maske. Ja, und auch so, na gut, so. Wenn ich so nach hinten durchgucke, haben aber überraschend viele tatsächlich eine Maske. Ich würde sogar sagen, alle. Aber, ja, tatsächlich. Ja, aber der Abstand trotzdem, ist keine 1,50, ne, du weißt. Ja, genau, das ist natürlich nicht dementsprechend, was uns vorgepredigt wurde zu der Zeit. Aber gut, das war jetzt ein kleiner Exkurs. Du wolltest jetzt hier nochmal auf die Schilder eingehen vielleicht. Da mal hinten. Rassismus ist Energie des kleinen Schwanzes, ja. Racism is small energy, ja. Hanau, Kassel, Halle. Aha. Aber ich finde, we can breathe und dann laufen sie alle mit der Maske rum, halt super. Ja, das stimmt. Das ist schon ziemlich geil. Stop racism. Racism isn't born, it's taught. Steht da drauf auf so einem Schild. Black Lives Matter natürlich. Ja, natürlich, genau. No to racism, no racism. Okay, also es wird klar, was es ist. Super viele Schwarze in der Demo hier. Ja, genau, stimmt. Das ist auch das Ding. Also die haben halt alle schwarze Klamotten an, aber darüber hinaus sind die extrem weiß. Also ich kann ja nicht für die Betroffenen reden. das sind die guten Allies hier. Die Allies. Okay, weiter. Diejenigen, die sich gegen Rassismus engagieren und sowieso auf eine politisch korrekte Sprache achten, brauchen dafür nicht sensibilisiert werden. Und wie geht es den Betroffenen dabei? Fühlen sie sich akzeptierter? Sind sie es? Eine Studie in den USA untersuchte... Alter, ich muss hier nochmal kurz reinkriegen. Die gerade alle gekniet, oder? Ja, genau da. Haben die auf der Luftröhre gekniet?
Symbolisch. Genau darauf wollte ich eingehen. Das war doch hier nämlich so das Ding, das haben wir in den USA viel gesehen bei solchen Demos, dass sich dann wirklich explizit die weißen Teilnehmer irgendwie hinknien sollten und dann wurden die belehrt von den Schwarzen, was das alles für Rassisten sind. Und da haben die sich quasi mit solchen Gesten die weißen Teilnehmer dann entschuldigt kollektiv für das Unrecht, was sie den Schwarzen antun würden. Und das ist wie so eine Selbstgeißelung. Also. Das sieht für mich hier irgendwie sehr danach aus, als wäre das hier auch so ein Ding. Aber ist das in Deutschland hier? Nee, oder? Ach, schwierig zu sagen. Er wollte ja gerade den Schwenk zu Amiland machen, der Erzähler hier. Ja, kann weil das Gebäude, was man da sieht. Könnte auch Italien sein, weiß ich nicht. Schwierig. Alles könnte es sein, ja. Also ich kann es gar nicht zuordnen. Wo es ein schönes Gebäude ist, aber. Ja, aber also ich kann mir nicht vorstellen, dass es in Berlin steht. Also das wüsste ich. Okay, mal weiter. Eine Studie in den USA untersuchte den Gebrauch politisch korrekter Sprache in den Gruppen Afroamerikaner, Amerikaner mit asiatischen Wurzeln und weißen Amerikanern. 80% der Afro-Americans und der Asian-Americans, die eben davon profitieren sollten, war die Ausdrucksweise unwichtig. Wert auf Korrektheit legten vor allem einkommensstarke, akademisch gebildete, weiße US-Bürger. Einmal sehr interessant, das unterstützt ja hier auch den Punkt, den der Typ hier gemacht hat, dass es halt nur Sprachkosmetik ist und gar nichts bringt und halt den Betroffenen scheinbar auch scheißegal ist, wie gesprochen wird. Sehr interessant. Ja, das kennt man ja aus Amerika, dass die Schwarzen unter sich das böse N-Wort dauernd benutzen. Also denen geht das am Arsch vorbei. Gut, ich weiß jetzt nicht, was bei Asiaten da wahrscheinlich sowas wie Ching Chong oder sowas, da ist wahrscheinlich abwertend im amerikanischen Kontext. Wahrscheinlich. Oder so Schlitzauge, keine Ahnung. Ne? Ja, sagst du den Ching? Auch? Ich glaube fast, ja. Naja, okay, ich will jetzt hier, wir machen jetzt hier keinen Exkurs, keine Lehre von Beleidigung. Aber der Punkt ist ja, dass das halt diese ganzen verwöhnten Kinder sind, die so ein bisschen Gratismut abstauben wollen. Ne? Ja, das kostet die ja nichts. Die Weißen jetzt meinst du, die darauf pochen. Ja, ist klar. Akademiker mehr sensibilisiert für Sprachgebrauch und auch progressiver im Mittel. Aber auf der anderen Seite kann man es auch soziologisch sehen, das ist eine Gruppe, die jetzt einen besonders verfeinerten Code gefunden hat, sich von anderen abzugrenzen, die diese Sprache oder diese Sprachregel nicht beherrschen. Es geht in dem Diskurs auch um die Entkolonisierung. Boah, sehr interessant, auch Punkte, die er bringt. Ich finde ihn ziemlich cool. Ja. Also, weil das jetzt, was er meinte mit dem Abgrenzen, das ist ja auch so ein ganz typisches Ding, also gerade in Akademikerkreisen. Man will sich ja immer nach unten hin abgrenzen von dem einfachen Volk, wisst ihr? Und dazu zählt natürlich auch die Sprache. Naja, der gemeine Pöbel, der sagt noch so schlimme Worte wie Neger oder so. Weißt du, und wir sind da so progressiv. Wir sagen POC oder Mock. Wobei es da, glaube ich, jetzt gar nicht mehr so um die Gehaltsabgrenzung geht, so an sich. Ne? Also das ist auch einfach so ein, wirklich so ein Blasending geworden. Ne? Also du hast doch den alten Professor, der verdient genauso viel wie die Leute, aber der gendert halt nicht. Ja, ja. Sicher. Also das Gehalt, ja, das Gefühl, nähert sich irgendwie immer weiter aneinander an, unten wie oben, weil aufgrund unserer wirtschaftlichen Probleme. Aber ja, natürlich hat jeder trotzdem, also gerade Akademiker, ich finde, die haben mega ein Bedürfnis danach, immer sich nach unten abzukanzeln, sich als was Besseres zu fühlen. Und das sage ich selber als Akademiker. Ja. Vielleicht, weil man auch merkt, dass das viel aus Sand gebaut ist. Also ja, gerade, wenn ich so ein Laberfach studiert hätte. Ja, es schmerzt aber, ja. Hat man dieses Imposter-Syndrom, das hatten wir ja mal. Ja, genau, das Imposter-Syndrom, für die, die es nicht wissen, dass man, das Hochstapler-Syndrom ist das auf Deutsch, dass man irgendwie das Gefühl hat, man ist an eine Position gekommen, an der man gar nicht sein sollte, man hat dafür eigentlich gar nichts erreicht. Und ja, dann muss man das halt irgendwie sich dann doch einreden. Nee, ich hab doch Gründe, warum ich hier bin. Und dann kaschiert man das mit dieser tollen Sprache beispielsweise oder mit zum Beispiel, genau. Speziellen Klamotten, die dem Stand zugehörig sind, keine Ahnung. Ja, ja. Irgendwie so Tweet-Jackets mit aufnähern, oder? Aber ich bin jetzt tatsächlich doch mal gespannt, weil der Typ hat ja wirklich einige
Sachen rausgehauen, da wird die Schwarze bestimmt hart reingrätschen. Ja, da müssen wir uns doch, ja, ich bin auch oder? Fast dabei. Da ich weiß, du willst es nicht, aber. Naja, wir hören nochmal, was die Schwarze zu sagen hat, würde ich sagen. Die anderen beiden würde ich skippen, weil die sind langweilig. Aber gut, machen wir erstmal den Beitrag. Aber bevor du auch um die. Oh, scheiße, sorry. Kannst du nochmal hier Play drücken? Ich bin jetzt nämlich kurz raus. Jetzt sind wir irgendwie hier auf Minute 0 gesprungen. Okay. Ja, okay, das war mein Fehler. Ich bin bei mir auf die Stopptaste gekommen. Pardon. Ja, das kriegen wir gleich wieder hin. Zu weit. Oder? Machen wir hier. Auf der anderen Seite kann man es auch soziologisch sehen. Das ist eine Gruppe, die jetzt einen besonders verfeinerten Code gefunden hat. Sich hier wollte ich nochmal einhaken. Ja, mach das gerne. Er erzählt ja gerade was von dem, was wir gerade beleuchtet haben. Und jetzt springen die zu Kolonialismus gleich? Ach so, stimmt. Ja, wir das, achten das, mal jetzt, was der Moderator sagt. Okay. Moment. Die Sprache nicht beherrschen. Es geht in dem Diskurs auch um die Entkolonisierung der Kultur. Die Sensibilisierung beim Thema Rassismus führt dazu, immer mehr rassistische Elemente in Literatur und Film zu entdecken. Ja, ist ja okay, den Punkt gebe ich denen. Also in ihrem Weltbild, Entkolonisierung ist ja ein Begriff, das hat ja auch was mit Kultur zu tun. Ah, das sagen so rum. Entkolonisierung okay. der Kultur, dass wir noch ein koloniales Erbe in unserer Kultur hätten, in irgendeiner Form. Das zum Beispiel. Aber das Wort war an sich trotzdem falsch, oder? Kolonisierung? Kolonialisierung. Hätte Richtig? Ich meiner Meinung nach auch gesagt, ja, hätte ich auch gesagt. Weil das wäre eine Kolonne ist was ganz anderes. Ja, stimmt. Seltsam. Okay. Seltsam. Sollen rassistische Begriffe gestrichen werden, wie bei Immanuel Kant, rote Indianer, denen er die Fähigkeit zur Kultur absprach? Bezieht sich seine Würde des. Mal, hat Immanuel Kant also geschrieben, rote Indianer? Also ist das jetzt ein rassistischer Begriff, rote Indianer? Okay. Naja. Bezieht sich seine Würde des Menschen also nur auf Weiße? Dabei hatte sich Kant auf der anderen sagst du was? Klassiker. das ist jetzt das Ding, ne? Die haben rote Indianer gesagt, aber es heißt ja eigentlich Rothaut. Weißt du? Meinst du, Rothaut wäre politisch korrekt? Nee, nicht mehr. Es ist nicht mehr. Und Kant wird bestimmt gesagt haben, die Rothäute sind nicht so kulturfähig, so wie wir Weißen. Aber bei rote Indianer, da denkt man an so einen Stamm so, weißt du? So hatte ich das Gefühl, so wie, so, wie so ein Fußballverein mit irgendwelchen Farben. Naja, ich weiß ich nicht so richtig. Also ich bin gerade hier auf Stuttgarter Zeitung. Ich habe das mal schnell gegoogelt. Da steht hier auch was von, er hätte unterschieden zwischen die gelben Indianer, die Neger und die roten Indianer. Unfähig zu aller Kultur. Darauf beziehen die sich wahrscheinlich. Gelbe Indianer meint er wahrscheinlich Asiaten. Könnte sein, ja. Könnte sein. Oder, na gut, keine Ahnung. Gut, Indianer ist ja ein Wort für Eingeborene. Ja, ja also, eben. Und, ja, und man muss halt auch wieder sagen, wann der geboren wurde, 1724. Ich meine, da hat die Welt noch ganz anders getickt. Stell dir mal vor, wie komisch das wäre, er hätte 1721 gesagt, hier, die Mocs. Die Mocs. Die Mocs aus Ostasien und aus Neuamerika oder so. Genau. Die gelben Mocs und die roten Mocs, die sind unfähig zu aller Kultur, so würde ich sagen. Dann wäre es wieder okay, weißt du. Oh je. Dabei hatte sich Kant auf der anderen Seite scharf gegen Kolonialismus ausgesprochen. Sogar Hannah Arendt werden plötzlich rassistische Tendenzen vorgeworfen. Rassismus wird man immer finden, gerade wenn man den historischen und ideengeschichtlichen Kontext der Beschuldigten vernachlässigt. Die ganze Bewegung entstammt aus einer extremen Form moralischer Reinheit, also dieser Vorstellung, dass alle Menschen, die irgendwas mal produziert haben, die allerhöchsten moralischen Reinheitsstandards erfüllen müssen. Und dieses Streben nach Reinheit, was man eher sozusagen vom rechten Rand kennt, findet man jetzt inzwischen auch im linksprogressiven Lager. Beginnt Rassismus vielleicht? Ich muss ja sagen, das ist ja ein ganz schön basierter Beitrag hier, ne? Ich weiß nicht, ob du stumm bist und was sagen willst. Klar, dass das wieder am Ende kommt, ne? Klar, dass es am Ende kommt, nachdem man eine Stunde lang bearbeitet wurde von den Leuten, genau. Oder auch interessant, dass dieser Mann nicht im Studio sitzt, ne? Jetzt können sie wunderschön gegen ihn schießen, während er sich nicht verteidigen kann. Stimmt. Ich meine, der scheint ja auch kompetent. Also der wäre ein guter Gesprächspartner gewesen. Der hätte das nochmal deutlich spannender gemacht als diese Runde der vier sich einigen Ja-Sager. Er sieht so ein bisschen aus wie der David Precht so, ne? In Jung. Ah ja, kann sein, ja. Kann sein, ja.
Hirn? Menschen können Individuen anderer Ethnien schlechter voneinander unterscheiden. Ein evolutionäres Erbe. Die Mitglieder der eigenen Gruppe werden unbewusst differenzierter betrachtet als die optisch anderen. Allerdings sind diese Wahrnehmungsmuster veränderbar. Gesucht wird ein Weg aus dem Rassismus. Dazu gehört sicherlich ein gleichberechtigter Zugang zur soziokulturellen Teilhabe, egal welche Herkunft oder Hautfarbe man hat. Aber gesetzliche Garantien allein reichen nicht. Was kann man tun? Gibt es ein Patentrezept gegen Menschenfeindlichkeit? Patentrezept vielleicht? Also ich finde es ja spannend, dass sie jetzt hier in diesem Beitrag unsere ganzen Neudeutsch Talking Points, unsere ganzen Standpunkte reingemengt haben. Mhm. Wie mit diesem In-Group, Out-Group, was du immer so schön anführst. Genau. Ja, ja. Und ja, es wird dem ja nicht mal widersprochen. Das ist unfassbar. Ja. Genau, das fand ich jetzt auch interessant, dass sie es hier nochmal angesprochen haben, zum Beispiel, dass das biologisch natürlich ist, dass man die Leute seiner eigenen Gruppe besser unterscheiden kann. Ich meine, das ist halt so. Das hat in dem Sinne jetzt nichts mit harten, bösen Rassismus zu tun. Also, das da immer zu vermengen, so einfach biologische Normalität oder Gegebenheiten mit irgendwie kleinem, einem bösen Willen, das finde ich halt immer eigenartig. Und das war gut an dem Beitrag tatsächlich, dass die das nicht gemacht haben. Aber es ist eigentlich ist es sehr seltsam, denn diese Leute gehen ja von diesem Blank-Slate-Menschen aus. Also jeder Mensch lernt Rassismus erst noch und so, ne? Und hier sagen sie ja, es ist ein Erbe aus der Urzeit. Also es ist alles wieder mal typisch links, ja, äußerst widersprüchlich. Hast recht, gut, dass du darauf hinweist. Hast recht, daran habe ich jetzt gar nicht so gedacht, aber das ist natürlich ein Widerspruch. Ja. Okay, und jetzt bin ich auf unserem Stargast in Schwarz gespannt, genau, was hier losgeht. Genau, wir hören uns nochmal an, was die dazu sagt. Die anderen beiden, würde ich sagen, überspringen wir, okay? Jetzt lege ich ihr noch was in den Mund. Sie hat schon dieses Resting Bitch Face, also es geht gleich richtig gut los. Schaut gerade schon so ein bisschen missfallen. Mal sehen, ich glaube, es geht jetzt gleich los. Euch nicht, aber Sie können erklären, was Sie machen, wie Empowerment funktioniert. Also ich würde gerne an diesem Beitrag ein bisschen anschließen, diese Frage, was kann man tun? Man kann zum einen rassismuskritisch anfangen zu denken und zu handeln. Was meine ich damit? Dass man darauf achtet, was habe ich eigentlich für eine privilegierte Situation? Inwieweit kann ich meine privilegierte Situation dafür einsetzen, dass andere, die diese Position nicht haben, Zugänge haben, die sie nicht haben? Dann einen Blick dafür zu entwickeln, wo sind eigentlich Machtverhältnisse, wo sind Zugänge versperrt, wer ist repräsentiert, wer ist nicht repräsentiert? Dafür zu sorgen, dass alle gleich sind. Und dafür zu sorgen, dass die nicht repräsentiert sind, auch an den Tisch genommen werden, auch mitentscheiden können. Und vor allem eben diese ganze Block an Zuschreibungen und rassistischen Denkstrukturen, die ja auch reproduziert werden, das wurde ja auch schon gesagt, dass man sich daran eben nicht beteiligt. Und als Betroffener ist es ganz, ganz wichtig, vielleicht die Möglichkeit von Empowerment zu haben. Und Empowerment bedeutet Selbstermächtigung. Es ist die Möglichkeit, in den Prozess zu gehen, sich von diesen Zuschreibungen, mit denen man vielleicht von klein auf immer wieder konfrontiert ist, sich loszulösen, sich als Individuum zu sehen und auch selbst zu definieren und auch eigene Visionen zu entwickeln, jenseits von diesen Schablonen, mit denen man immer wieder konfrontiert ist. Mhm. Es geht viel auch um Widerstandskämpfe. Also viel Aktivismus ist auch letztendlich Empowerment. Aber wenn ich ein Kinderbuch habe, in dem ein schwarzes Kind ist und ich selber auch schwarz bin, dann ist das auch ein gewisser Weise ein Empowerment für mich, weil ich erlebe mich selber als normal und zugehörig. Okay, also für meine Begriffe hat es jetzt... Ich wollte gerade sagen, außer es ist vielleicht hier bei Pippi Langstrumpf das der Negerkönig. Dann muss er raus, ja, obwohl er ein König ist. Blöd. Ich wollte eigentlich nur sagen, jetzt hat sie eigentlich genau das gesagt, was sie immer vorher runtergerattert hat. Ja, das war jetzt auch sehr langweilig. Sie ist null auf den Beitrag eingegangen. Also ja, wirklich 0,0. Um auf den Beitrag anzuknüpfen, ja. Danke, das war dasselbe, was du vorher gesagt hast. Ja. Also entweder sie, es tut mir leid, ist halt so ein Dummchen, was ihre paar Standardphrasen auswendig gelernt hat und die nicht wirklich auch mal, wenn sie ein bisschen sozusagen herausgefordert wird, ja, dagegen stellen kann. So kam es mir halt vor. Ne? Also der Beitrag war ja nur wirklich genug, wo man aus ihrer Sicht hätte gegenschießen müssen. Das sehe ich auch so. Aber ja, sie geht halt den leichten Weg und rattert ihr Programm runter und hofft es damit irgendwie zu übertünchen. Irgendwie komisch. Fand ich zumindest, ja. Ja. So, guck mal, jetzt kommen nämlich die anderen. Ich skippe ja mal hier weiter. Das ist jetzt für uns interessant. Jetzt kommt wieder der Typ, der ja aber langsamer. Dann darf bestimmt nochmal der Sozialpsychologe ran. Der hier, genau. Der nimmt halt jeden, das ist ja auch natürlich so ein organisatorisches Ding. Der Skobel nimmt hier nach jedem Beitrag jeden einmal dran. So, was ich ja okay finde an sich, ne?
Tatsächlich? So, jetzt darf die nochmal reden. Vielleicht machen wir die nochmal zum Abschluss. Ist das jetzt das Schlusswort, ja? Vielleicht, ja. Und ihr seid alle einfach nur weiß. Ja, okay. So, jetzt. So etwas geschehen kann. Ich hätte noch eine Ergänzung zu dem, was Herr Gollen gesagt hat. Ich finde die Fragestellung gut, aber im Grunde ist die Frage nicht, in was für einer Gesellschaft wollen wir leben, sondern wie sieht unsere Gesellschaft bereits aus? Denn wir haben 60%, also wir haben einen riesen Anteil an Migranten, die in Deutschland leben, die schon lange hier verortet sind. Und wann wollen wir eigentlich anfangen, sie endlich nicht mehr zu diskriminieren und sie nicht mehr in gewisse Lebensbereiche keine Zugänge mehr zu geben? Das ist doch die... Oh, ich muss hier schon wieder reingrätschen. Aber gut, jetzt wiederhole auch ich mich an der Stelle aus allem, was wir dazu gesagt haben. Wo? Beispiele, wo ist diese harte Diskriminierung? Also, und wenn es dann so kleine Sachen sind, wirklich, was hier kam bisher, also die KI ist rassistisch und die Sprache ist rassistisch, das Kinderbuch ist rassistisch. Und bei der Wohnungssuche, da hat mich mal einer dumm angemacht oder so, da hat mich blöd angeschaut und die bösen Blicke und oh, das ist mir ja alles viel zu dumm. Das geht ja explizit um Lebensbereiche, wo sie nicht rein können. Also ich würde sagen, die Leute wohnen auch alle irgendwo. Die Leute haben Arbeit und Jobs in allen Etagen, die es gibt. Ich meine, sie ist eine Soziologin an einer scheiß Uni wahrscheinlich am Ende oder was weiß ich. Ja, ja. Wir haben eine Ministerin für Kartoffelangelegenheiten. Ne? Es gibt keine gläserne Decke hier. Lächerlich. Ja, also der Vorwurf ist lächerlich. Und das ist, was wollen die damit bezwecken? Klar, ich meine, also es ist... Meiner Meinung nach ist der Sinn und Zweck, einfach unsere Mehrheitsgesellschaft zu schwächen an der Stelle. Also uns wieder so ein Stück Gemeinschaft zu nehmen und auseinander zu dividieren. So, ihr seid so rassistisch, macht euch irgendwie, verwässert euch, wisst ihr? Seid weniger deutsch, sprecht noch weniger eure Meinung, seid beherrschbar. Ja, und das geht aber nur, weil diese Frau halt damit durchkommt. Ja. Ja, es liefert also ja keiner Konter. Weil wir das mit uns machen lassen. Ja. Aus irgendwelchen, ich sag mal, Schuldkomplexen oder ich weiß nicht, was eigentlich los ist mit den Leuten. Ja. Aber irgendwo liegt der Hase im Pfeffer. Ja. Der Typ links, der hat ja die Arme verschränkt und der wurde auch vor uns mit den Armen verschränkt so gezeigt. Du meinst, der stimmt nicht zu? Irgendwie wird er, denke ich, gern noch irgendwas sagen an der Stelle, hatte ich das Gefühl. Er ist halt ja dieser Ja-Aber-Typ, ist er Ja-Aber-Langsamer. Gut, jetzt die letzten 2 Minuten geben wir uns noch mal. Ist doch die Frage. Die Frage ist nicht, wollen wir homogen sein? Die Frage ist vorbei, die ist gelaufen. Die Frage gibt es nicht mehr. Wann hören wir endlich auf, auszugrenzen? Wann hören wir auf? Also ich würde die Frage ja gerne nochmal aufs Paket bringen, aber... Ja, ich halte das jetzt auch nicht für unumstößlich. Ne? Nee, eben. Also es ist nichts unumkehrbar vielleicht. Also, wie du mir so schön sagst, eine gewisse Durchmischung wird es immer geben. Es geht halt darum, ist es 5% oder 50%. Ja, und da kann man immer noch was machen. Also, auch wenn wir jetzt schon ziemlich weit fortgeschritten sind, da könnte man jetzt noch Maßnahmen ergreifen, Grenzen irgendwie schließen, weniger Einwanderung, pipapo. Durchmischung ist ja auch kein Naturgesetz. Ne? Zumal man ja sagen muss, die bleiben ja auch gern lieber unter sich. Ne? Ja, das sowieso. Das ist ja generell so ein soziologisches Ding, dass, ich meine, gleich und gleich gesellt sich gern. Also man sucht letztlich immer die Nähe von Leuten, die einem ähnlich sind. Und dadurch hast du jetzt zum Beispiel auch so Phänomene wie bei der ganzen Kettenmigration, dass jetzt, also die Flüchtlinge bringen ihre Familie mit. Und wo ziehen die wieder hin? Na, zu ihrer Familie oder in die Viertel, wo ganz viele ähnliche Leute wohnen. Also zum Beispiel andere Syrer, weil du dich dort halt einfach auf Syrisch unterhalten kannst. Mir ging es ja genauso. Wenn ich jetzt nach Syrien fliehen müsste, da würde ich jetzt nicht... In so eine Plattenbausiedlung ziehen wollen oder so, wo Syrer leben und wo ich jetzt meine Freunde verschleiern müsste oder so, da würde ich einfach ins deutsche Viertel ziehen, weißt du, und wir würden den ganzen Tag Bratwurst essen und uns auf Deutsch unterhalten. Ja, ja. Und so ist es natürlich auch andersrum. Was ich immer paradox finde, weil die Leute flüchten ja angeblich vor diesen ganzen schlimmen Zuständen von dort, nur um es dann wieder genau hier so aufzuziehen, ne? Ja, das ist schon verrückt. So, und jetzt bitte was fertig hier. Diskriminieren. Wann fangen wir an, Normalität nicht mehr nur noch in einer gewissen Kombination an Merkmalsdimensionen zu sehen? Wann sehen wir Sprachen als etwas Normales, verschiedene Herkunftsländer in einer Klasse zu haben? Wird regelrecht auch politisch als ein Problem hingestellt? Nein, das sind die Fakten. Ja, es werden viele Sprachen gesprochen. Die Kinder kommen aus vielen Ländern. Ist doch wunderbar. Ich versuche mal zum Schluss zu vermitteln. Es ist ein Riesenproblem, weil du dann kein scheiß Wissen mehr vermittelt kriegst. Das ist ja wirklich so dieser IQ-90-Take schon wieder. Also, das an sich, das ist wirklich so ein
Ja, das ist so ein Vielfalt ist Stärke, ne? Ja, vor allem, warte mal kurz, für mich ist das auch gerade so ein Strohmann-Argument für Dumme. Ja, die Leute, die Rechten, die haben schon was dagegen, einfach, dass die Leute irgendwie unterschiedlich sind in der Klasse oder aus anderen Ländern kommen. Naja, oftmals geht's noch viel komplexer auch um die Probleme, die dahinter stehen. Also die da noch dazukommen. Wie eben mangelnde Integration, also mangelnde Solidarität untereinander, Kriminalität, anderes Wertegefüge. Tausend Dinge. Ja. Anderes Wertegefüge, einfach eine Verwässerung von unserer Kultur, tausend Dinge. Und ne, so dumm runtergebrochen, ne, die sind dagegen mit den unterschiedlichen Ländern. Ja. Ja, das macht sich immer gut, so den Gegner als so ein Idiot dazustehen, der nur so einen. Ja, so ein monokausales Denken hat schlussendlich, ne? Ja, ja. Und sie ist ja so hier Multifaktor, ne? Das ist ja... Ja, sie ist ja so die Kluge hier. Ist ja. Klar. Okay, Skobel beendet das jetzt für uns. Er bindet's ab, ja. Also komm. Das, was faktisch ist, anzuerkennen. Beende unser Leid, ja. Und uns zu überlegen, wo wollen wir in Zukunft hin. Bin dabei. Jetzt habe ich... Ja, danke. Vielen Dank fürs Gespräch. Zum Thema Rassismus finden Sie auch zwei Videos auf meinem YouTube-Kanal über Kant und Rassismus und ein Gespräch mit dem Genetiker Johannes Krause, in dem er unter anderem erklärt, warum wir alle aus Afrika kommen. Oh, die Afrika-Geschichte. Alter, der hat einen YouTube-Kanal, das müssen wir uns vielleicht doch nochmal angucken. Ja, ja, schon lange, ja. Ah, okay, okay. Und ja, mit der Afrika-Geschichte ist ja vielleicht noch interessant. Wobei, gut, da müssen wir uns vielleicht auch nochmal vorbereiten. Aber interessant, interessant. Also ich tu dir mal abonnieren den Kanal einfach fürs Matt. Aber ich hab gerade auf Abonnieren geklickt. Von wann ist denn sein letztes Video? Von vor 6 Tagen. Oh. Ja, also da ist er aktiv. Und davor, vor 13 Tagen, vor 3 Wochen, vor 1 Monat, also so jede Woche kommt so ein Video, kann man sagen. Natürlich alles, das sehe ich jetzt schon hier an den Thumbnails und so, natürlich mit guten Geldern, Gebührengeldern hochproduziert. Und thematisch so Wiederkäuerformat oder macht er auch mal ein bisschen was so außerhalb der Reihe? Naja, was heißt Wiederkäuer? Es sind halt so die typischen Themen, solche hier, Philosoph reagiert auf Klimaleugner. Das meine ich, also die, ja, okay. Das sind halt die typischen linken Themen. Na gut, dann gibt es so andere Sachen, er ist ja auch Philosoph, glaube ich, oder? Ja, ja, klar. Ist er? Ach so, ja, stimmt. Vom Koch und dem Nichtstum, also ging es um Zhuang Zis Philosophie. Okay, hier, also macht er doch was außerhalb der Reihe, oder? Ein bisschen wahrscheinlich, ja. Ja. Lucky Girl-Syndrom, der naive TikTok-Trend. Aha. Warum der offene Brief von Musk scheinheilig ist. Also das sind vielleicht interessante Sachen dabei, ja, auf die man mal reagieren könnte. Klingt wirklich nach einer guten Grube hier, die wir, ja. Aber jetzt nochmal die Goldgrube gefunden am Ende. Okay. Hat sich's doch nochmal gelohnt. Hat sich's nochmal gelohnt. Ich würde jetzt an der Stelle die letzten paar Sekunden auch gar nicht weiter gucken. Ich meine, der stellt's nochmal sein YouTube-Kanal. Nö, es ist auch ein super Freeze-Frame, das passt schon. Ja, genau, das passt schon. Und so armen Zuschauer jetzt, die das leiden müssen. Ich sag schon mal Gesundheitskurbel, es sieht halt aus, als würde er gerade übelst niesen müssen. Ja. Ja. Ja, Mensch, das hat ja jetzt doch länger gedauert als gedacht, ehrlich gesagt. Da, ja, jetzt sind wir knapp über einer halben Stunde. Gedacht, so nach einer Viertelstunde sind wir durch mit dem Einspieler und ja. Das ist das Ding, wir haben nämlich jetzt schon relativ viel immer gesprochen, deswegen habe ich ja auch darauf gedrängt, dass wir jetzt nicht nochmal alles hier sprechen. Ja, aber dass wir das nicht ganz so ausziehen. Das, was da am Ende gesagt wurde, das musste man kommentieren. Das war ja so Blödsinn. Hast recht. Aber du weißt, was ich meine. Dass wir jetzt ein bisschen geskippt haben hier, fand ich schon gut. Ja, und die Zuschauer bestimmt auch. In dem Sinne würde ich sagen, ist Zeit fürs YouTube-Gebet. Amen. Amen. Ihr wisst, was das heißt, ohne es auszusprechen. ja. Ja, das hat mir wieder Spaß gemacht. Wir müssen mal schauen, ob wir dann die Goldgruppe ausheben. Und genau, hat mir auch Spaß mit dir gemacht, natürlich. Können wir gleich besprechen. Natürlich. Und ja, von meiner Seite heißt es tschüss und ich würde dann hinter uns die Tür zumachen. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.